Die Aktienmärkte sind heute uneinheitlich unterwegs. Wir sehen mal wieder, dass Tech, also Growth, besser läuft als Value. Also ist die Rotation jetzt weiterhin unterbrochen, könnte man sagen. Es war ja Value deutlich überkauft, vor allem die Indizes, in denen viel Value ist, wie der Dow Jones und der Russell 2000. Heute sehen wir wieder tendenzielle Schwäche eben in Value, tendenziell stärkere Growth-Werte. Aber insgesamt ist es so ein uneinheitliches, unklares Bild. Gestern ja die Situation, dass die Wall Street zunächst nach oben gegangen ist, wieder mit einem Gap, dazu gleich mehr. Die Europäer und die Asiaten schenken den Amerikanern immer gleiche schöne Punkte im Vorfeld. Dann wird es schwieriger im regulären Handel. Jedenfalls war dieses Gap dann bald aufgebraucht und man drehte dann noch ins Minus. Frage ist, kommt jetzt eine größere Korrektur im Sinne von 5 bis 10%? Wäre ja nichts wirklich Ungewöhnliches, sagen wir mal, nach einer solchen Rallye. Aber in den Fokus kommt jetzt in den USA Thanksgiving. Das ist Donnerstag in einer Woche, 26. November. Und da, und das ist vielleicht ein entscheidender Punkt auch für die nächsten Wochen, wenn nicht gar Monate, da werden Millionen von Amerikanern reisen. Eine zweistellige Millionenzahl an Amerikanern wird da auf jeden Fall unterwegs sein. Da werden Studenten aus ihren Colleges nach Hause reisen, dann wieder in die Colleges fahren. Das heißt, da haben wir tendenziell ein absolutes Superspreader-Event, das da vor der Tür steht, zumal eben in den USA anders als hier in Europa, so muss es heißen, eben viel weniger Lockdown-Maßnahmen der Fall sind. Da ist es schon herb, wenn irgendwie Restaurants geschlossen werden, aber ansonsten ist das deutlich weniger restriktiv als hier in Europa, sodass auch die Vorsichtsmaßnahmen, die Leute untereinander treffen, vor allem im Mittleren Westen, wo ja die Trump-Anhänger zu Hause sind, deutlich niedriger sind. Und gerade im Mittleren Westen, da schießen die Zahlen am extremsten nach oben. Schauen wir uns mal, und zumal die Amerikaner, wie hier Access schreibt, eine gewisse Pandemic-Fatigue haben, also eine Müdigkeit, eine Genervtheit von der Corona-Situation. Wer hat das nicht? Jedenfalls dürfte das noch dazukommen. Und wir sehen so ein Hin und Her heute an den Aktienmärkten, mal Belastungsfaktoren, wie heute die Meldung, dass New Yorks Mayor, also der Bürgermeister, sagt, ja, es wird wohl nur noch Tage dauern, bis wir dann eben auch Indoor Dining verbieten werden, also praktisch die Restaurants schließen, beziehungsweise nur noch Essen to go dann ermöglichen. Das hat so ein bisschen die Laune verdorben. Auf der anderen Seite gibt es einen Positivfaktor, und da müssten die Trump-Fans jetzt ganz, ganz stark sein, nämlich die Hoffnung der Wall Street offenkundig, dass sich die ganze Geschichte jetzt langsam mal klärt. Hier Meadows, der Chef des Weißen Hauses, könnte man sagen, will jetzt mit den Senatoren offenkundig Transition Items besprechen, also den Übergang besprechen, was ja implizit eigentlich bedeutet, dass er davon ausgeht, dass Joe Biden doch die Wahl gewonnen hat. Jetzt ist auch die Situation, dass die Trump-Kampagne hier eine Klage gegen die Zählung in Michigan hatte fallen lassen. Ob Trump darüber sehr begeistert ist, wie hier in dem Bild zu sehen, eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass Donald bald aufgeben wird, sondern das dürfte weitergehen. Das dürfte sich noch lange hinziehen. Es gibt ja die These, Trump wird versuchen, die Zertifizierung in verschiedenen Bundesstaaten, die jetzt zur Diskussion stehen, Pennsylvania etc., zu unterbinden. Dann gäbe es kein Ergebnis in Pennsylvania. Dann würden diese Stimmen nicht, die Wahlmännerstimmen nicht Joe Biden zugefügt werden, dann würde bei der Wahlmännerabstimmung praktisch nach Bundesstaaten abgestimmt. Das würde bedeuten, Trump könnte im Amt bleiben. Unwahrscheinlich, aber es ist eben nicht ausgeschlossen. Jetzt will heute Abend Giuliani eine Pressekonferenz geben zum Stand der Dinge, wie man jetzt weiter vorgehen will. Das dürfte sicherlich interessant werden. Also diese vermeintliche bessere Aussicht, dass Trump doch das Feld räumt, die hilft inzwischen der Wall Street, soweit ist es schon. Das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn man sieht, wie viel Sid Donald der Wall Street gebracht hat, vor allem durch seine Tweets. Erinnern wir uns an den Handelskrieg, erstmal irgendeinen bösen Spruch gebracht, die Aktienmärkte runter, dann Hoffnung geschürt, die Aktien viel stärker rauf, als sie vorher runtergegangen sind. Ohne Sid Donald würde wahrscheinlich die Wall Street Indizes nicht da stehen, wo sie stehen. Unfortunately allerdings
ist die Situation jetzt die, dass dieses Hickhack um die US-Wahl respektive um das Ergebnis dieser US-Wahl jetzt dazu führte, dass wahrscheinlich eine Einigung zwischen US-Demokraten und US-Republikanern in Sachen Stimulus schwieriger wird. Und da muss bald was kommen, wie ich Ihnen gleich zeige. Jetzt weinen schon die Airline-CEOs und sagen, wir brauchen jetzt Unterstützung. Da muss auf jeden Fall wieder Geld her, vor allem wenn wir dann die Impfstoffe verteilen, ja, also die noch nicht vorhandenen Impfstoffe, die müssen ja dann transportiert werden, also da versucht man ein bisschen Geld rauszuschlagen, derzeit aber geht nichts. Der Senat ist jetzt schon im Urlaub, kommt erst nach Thanksgiving wieder, am 30. November, und wir sehen, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, auch konjunkturell in den USA. Wir haben heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen, 742.000, wir sehen also, die Zahl ist höher als letzte Woche, und die Geschichte wird jetzt vor allem bald sehr, sehr schwierig, denn, wie hier David Rosenberg richtigerweise sagte, ab 1. Januar entfallen dann wahnsinnig viele Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Mortgage Forbearance, also dass man praktisch nicht zwangsgeräumt werden kann, wenn man seine Miete nicht bezahlt etc. Da laufen die Pandemiehilfen aus und. Also das wird für ungefähr 30 Millionen Amerikaner, würde es bedeuten, wenn da nichts kommt, wenn die Rechtslage sozusagen sich nicht verändern sollte oder in irgendeiner Form neue Hilfen kommen, dann würden 30 Millionen Menschen mehr oder weniger vor dem Nichts stehen, und das ist eine gewaltig hohe Zahl. Die Amerikaner insgesamt, denen geht es ja finanziell jetzt kurzfristig teilweise sogar besser als vor der Corona-Krise. Warum? Weil eben dann hier zunächst mal die Sparquote nach oben gegangen ist. Man war etwas vorsichtiger, aber vor allem sind die Gelder des Staates eben reingeflossen. Und hier sehen wir, dass sozusagen diese Staatsgelder dazu geführt haben, dass die Leute mehr Geld in der Tasche hatten als vor der Corona-Krise. Wäre das nicht passiert, und das ist diese untere Kurve, dann wäre das teilweise deutlich weniger gewesen. Also man sieht, das Helikoptergeld des US-Staates hatte für die gute Stimmung gesorgt, aber wenn dieses Helikoptergeld nicht mehr kommt, und es kommt ja seit August nicht mehr, dann kann man noch eine Zeit lang eben von diesem Polster leben. Man ist rechtlich noch vor Zwangsräumungen etc. geschützt, aber das geht eben nicht mehr lange, da muss was passieren, und dieses Behaken zwischen Demokraten und Republikanern über das Wahlergebnis macht die Sache nicht einfacher. Interessant finde ich folgende Grafik, und das unterscheidet sich so radikal von Deutschland etwa, wo ja die Solo-Selbstständigen, die Selbstständigen überwiegend oder viele davon richtig, naja, im Schlamassel stecken, um es mal so zu formulieren, während in den USA sich zeigt, dass die Selbstständigen schneller wieder auf die Beine gekommen sind als die Angestellten. Was für ein Unterschied, die Angestellten werden ja hier gepudert durch Kurzarbeitergeld. Wenn sie selbstständig sind, dann sind sie ja auch für die Steuerbehörden freiwillig, dann müssen sie Voraussteuern bezahlen. Wo gibt es denn sowas? Naja, in Deutschland gibt es das, während sie als Arbeitnehmer praktisch sich überhaupt nicht drum kümmern müssen, geht alles von selber, niemand verlangt von ihnen eine Voraussteuerzahlung. Das zeigt also, dass in Deutschland die Angestellten privilegiert werden, dementsprechend die Selbstständigen überwiegend, nicht alle natürlich, aber viele Selbstständige hier praktisch jetzt gestraft sind, und in den USA scheint es genau andersrum zu sein. Das finde ich nicht schlecht, denn wer selbstständig ist, der geht Risiken ein, der schafft etwas. Viele hier in Deutschland, die sagen sich, warum soll ich Risiken eingehen? Gehe ich in einen Konzern, habe ich einen sicheren Posten, kriege gutes Geld, habe kein Risiko, was soll schiefgehen? Das ist sozusagen der Mentalitätsunterschied, der uns hier in Deutschland auch sehr stark behindert. Aber gehen wir weiter. Wir haben dennoch einen Boom am Hausmarkt. Wir haben heute die Existing Home Sales gesehen, also die Verkäufe bestehender Häuser, die um und bei 90% des Immobilienmarkts ausmachen. Und wir sehen, wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 2005, also seit kurz vor dem Platzen der Immobilienblase. Unglaublich, die Preise steigen und steigen. 15,5% sind jetzt die Preise gestiegen zum Vorjahresmonat. Das Angebot ist knapp. Es sind eben viele Städter, die raus wollen. Die wollen Häuser kaufen, irgendwo in den Suburbs, irgendwo in der Peripherie. Man will raus aus der City seit der Corona-Geschichte. Das ist ein Grund dafür. Das ist der andere Grund. Grund ist, dass natürlich die Mortgage
Rates relativ niedrig sind, also die Hypothekenzinsen sind niedrig, die Kredite sind relativ günstig und dementsprechend steigen die Preise massiv, aber das sind natürlich extreme Übertreibungen, die wir hier sehen. Faktisch haben wir in den USA eine sehr lebhafte Immobilienblase, die dann wahrscheinlich die Fed aufrechterhalten muss, sonst fliegt ihnen die ganze Geschichte um die Ohren. Was wir hier sehen, und jetzt kommen wir zu den Märkten, ist der S&P 500 und wir sind jetzt nicht mehr extrem überkauft, sondern nur noch stark überkauft, könnte man sagen, durch diese gestrige leichte Korrektur, die wir da gesehen hatten. Und insgesamt sehen wir, dass die Märkte sich sehr schön an Trendlinien halten. Hier sehen wir etwa den Dow Jones, der genau an dieser Trendlinie abgeprallt ist. Hier also ein technisch relativ sauberes Setup. Interessant ist, und das war heute auch wieder ein Stück weit der Fall, als dann 8 Uhr die europäischen Märkte geöffnet hatten, dann ging es mit den US-Futures wieder nach oben. Und wer zum Beispiel im Mai oder seit Mai nur gekauft hat, praktisch bei Wall Street Eröffnung und dann wieder verkauft hat bei Wall Street Kassa Schluss, also deutscher Zeit 15:30 und 22 Uhr, der wäre praktisch unverändert, der hätte null Gewinn gemacht. Dagegen, wer gekauft hatte, als die Wall Street geschlossen hat, bevor sie dann und dazwischen, also zwischen dem Zeitraum, wo die Wall Street schließt und am nächsten Tag wieder aufmacht, der hätte fast 700 Punkte im S&P 500 mitgenommen. Das zeigt, was hier gespielt wird. Es ist ein Drehen an der Future-Schraube und die Wall Street muss dann gar nicht mehr viel machen, sozusagen nur die Kursgewinne verwalten, die da passiert sind. Und das ist seit Mai der Fall, aber es ist im Grunde schon seit Jahrzehnten der Fall. Seit 1993, wer zum Beispiel ein Spider-ETF gekauft hätte seit 1993, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, und das gemacht hätte bei Wall Street Öffnung und ihn dann wieder verkauft hätte bei Wall Street Schluss, der hätte in den letzten 27 Jahren einen Verlust von 10% gemacht. Wenn wir uns mal überlegen, wo der S&P 500 vor 27 Jahren stand, nämlich 1993, dann ist das schon eine etwas merkwürdige Erscheinung. Wir sehen also, dass es offenkundig nicht die Amerikaner sind im aktiven Handel, im Kassahandel, sondern es sind die Asiaten und die Europäer oder eben Amerikaner, die diese Zeit der geringen Liquidität nutzen, um die Kurse nach oben zu drehen. Keiner soll es gewesen sein, die Fed natürlich auch nicht, Jerome Powell schon gar nicht. JP Morgan kam jetzt dann mit einer Erklärung für dieses Phänomen, warum es denn After Hours immer besser ist für die US-Futures, respektive für die US-Märkte. Mit der Erklärung, naja, es sei eben so, dass wichtige Nachrichten dann oft rauskämen, wie zuletzt eben diese ganzen Impfstoffgeschichten, die waren ja alle nicht während der offiziellen Handelszeit, und dass natürlich praktisch die Virus-related News in Asien und Europa besser seien. Ja, in Europa sind sie ja nicht so toll, in Asien okay, da sind sie besser, aber das ist natürlich eine sehr, sehr schwache Erklärung. Faktisch glaube ich, dass da durchaus bewusst mit Algorithmen gearbeitet wird und die ganze Geschichte nach oben gezogen wird, mithin also manipuliert wird, könnte man so drastisch formulieren. Schauen wir uns mal weiter an, was da an den Märkten los ist. Wir hatten ja noch im August diese Wahnsinns-Euphorie dieser Optionstrader, dieser Privattrader, die da Optionen geklopft haben ohne Ende. Das ist jetzt vorbei. Das Volumen von Calls ist massiv gesunken. Dabei ist der S&P gar nicht so wirklich verändert. Der handelt in einer Range, aber der Nasdaq hat eben diesen Höhenflug zwischenzeitlich etwas herber unterbrochen und da haben sich offenkundig einige die Finger verbrannt und sich da jetzt zurückgezogen, Sprichwort die Robin Hooder. Jetzt kommen wir nochmal zu Corona und der konjunkturellen Situation. Hier sagte zu Recht Daniel Stelter, das mit dem V hat sich jetzt wohl erledigt. Wie viele Male wurden Rallyes initiiert durch eine V-Erwartung? Ja, die Konjunktur erholt sich V-artig. Das Einzige, was sich wirklich nachhaltig V-artig erholt hat, das waren die Aktienmärkte, aber nicht die Konjunktur. So hat jetzt etwa Frankreich gesagt, dass man gegenüber dem Oktober wahrscheinlich im November minus 10% Wachstum hat. Minus 10% Wachstum klingt super, gell? Hauptsache Wachstum, ob er minus davor ist, egal. Ne? Also minus 10% Wachstum, ja, das ist sozusagen jetzt mit dem V eher nicht mehr der Fall. Das sieht dann aus wie vielleicht ein W früher oder später, also dass man zunächst das V macht und dann erst nochmal runter muss, um dann wieder rauf zu gehen wahrscheinlich. Jedenfalls hat diese Corona-Geschichte unglaublich viel Geld gekostet, wenn wir uns jetzt mal die Schuldensituation anschauen. Was ist in Relation zum BIP in diesem Jahr hinzugekommen? Dann sehen wir zum Beispiel die meisten, die größte, krasseste Verschuldung, die hier noch dazugekommen ist, ist Kanada.
aufgeteilt hier in Haushalte, Firmen und Regierungsschulden oder Staatsschulden. Kanada am krassesten vor Japan, vor den USA, vor UK, New Zealand, der Eurozone, Frankreich, Spanien und Italien. Also da ist sozusagen der angelsächsische Bereich am stärksten vertreten, dort wo auch Dienstleistungssektoren dominant sind oder dominanter sind als anderswo. Aber auch in Asien und in den Emerging Markets ist das nicht anders. Hier Spitzenreiter China, 30%. Alleine jetzt zusätzliche Verschuldung in Relation zum BIP, damit sind die Chinesen über 300% BIP. Verschuldung zum BIP, vor allem eben durch die maroden Staatsunternehmen. Dagegen ist Griechenland geradezu ein Musterknabe. Ja? Das muss man leider so sagen. Malaysia, Türkei, ja, das wird für Erdogan schwierig. Heute die türkische Notenbank den Referenzzinssatz, die haben nicht so etwas wie einen Leitzinssatz, um 4,5% nach oben genommen. Hier wurde ja der Finanzminister zurückgetreten, Notenbankchef wurde zurückgetreten. Jetzt diese Änderung des Kurses mit Zinssatz. Anhebungen. Erdogan dürfte nicht glücklich sein. Die türkische Lira jedenfalls hat heute aufgewertet. Also es ist ein weltweites Phänomen, dass die Schulden hier massiv nach oben gegangen sind. Und die globalen Schulden liegen jetzt bei 272 Billionen Euros oder Dollars sind das hier in diesem Fall im dritten Quartal 2020. Das entspricht um und bei 360% des weltweiten BIPs. Also es ist so, dass die Welt im Grunde gut 3,5 Jahre arbeiten müsste, unentgeltlich und mit dieser Arbeit dann die Schulden zurückbezahlen müsste, Güter produzieren, Dienstleistungen geben etc. Also die Welt müsste gut dreieinhalb Jahre arbeiten, um diese Verschuldung zurückzuführen und dabei kein Geld ausgeben und kein Geld bekommen. Das wird eine schwierige Geschichte und die Tendenz geht weiter nach oben, wie diese Projektion hier zeigt. Aber es gibt natürlich wieder Hoffnungsmeldungen, gute Meldungen. AstraZeneca und Oxford University haben ein Covid-19-Vakzin jetzt mit einer starken Immunantwort, gerade bei älteren Erwachsenen, wie sich jetzt hier in einer Vorabmeldung gezeigt hat. Die Märkte haben darauf überhaupt nicht reagiert. Wo ist jetzt der Benefit, fragt man sich, wenn wir ja schon 94,5 und 95% Wirksamkeit haben, dann muss da schon eine ganz andere Meldung rauskommen, mindestens 100%, sagen wir mal, dass das überhaupt noch die Märkte bewegt. Jedenfalls sehen wir, dass dieses Thema derzeit jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielt. Nächste Woche dürfte Moderna dann mit präziseren Zahlen kommen. Erst war ja Pfizer dran, die haben gesagt über 90%, dann hat man gesagt 95%. Jetzt hat Moderna zunächst gesagt 94,5%. Jetzt gibt dann das Update sozusagen wahrscheinlich in der nächsten Woche. Wahrscheinlich wird man da dann die Pfizer-Werte von 95%, Pfizer-BioNTech, noch ein bisschen toppen müssen, damit man überhaupt noch eine Katze hinter dem warmen Ofen hervorholt. Also, das ist die Situation. Uneinheitliche Aktienmärkte heute. Value heute wieder schwächer, Growth wieder etwas besser. Umkehrung der Rotation, zumindest ein Zurückschnappen dieser großen Rotation. Und wir stehen in den USA auf der anderen Seite jetzt vor einem Superspreader-Event. Es gibt praktisch keine klare Politik mehr in den USA. Wir haben die Lame Duck Donald Trump, der sozusagen aus dem Amt ausscheiden wird, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, nicht besonders kooperativ ist, keine Briefings erlaubt an Joe Biden. Dementsprechend dürfte es jetzt keine koordinierte Corona-Politik seitens der US-Regierung mehr geben, sodass die Amerikaner wahrscheinlich perspektivisch in ein riesiges Problem reinschlittern. Aber das ist praktisch Zukunftsmusik. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.